Hallo und herzlich willkommen hier bei mir wieder auf dem Kanal Carbonate Gaming. Ich begrüße euch zu einem neuen Spiel und zwar zu Totally Accurate Battle Simulator oder kurz TAPS. Ich habe das irgendwann vor Ewigkeiten mal gesehen, wollte das schon die ganze Zeit zocken und jetzt war es im Steam Workshop, also jetzt war es bei Steam reduziert und ich dachte mir, komm, gönnst du dir halt mal hart. Und jetzt haben wir es und ich möchte das mit euch gerne zusammen erkunden. Ich habe das noch nie gespielt und ich bin total gespannt. Es sah in den Videos, die ich gesehen habe, immer mega lustig und witzig aus. Und ich glaube, der ganze Titel Totally Accurate ist in dem Sinne auch ein wenig ironisch gemeint. Ja, weil das ist ja, die Physik ist eher so Ragdoll-mäßig und das sieht auf jeden Fall sehr witzig aus. Und wir sehen hier schon mal so ein bisschen die ersten Einheiten in einem eher, ja, sage ich mal, nicht mittelalterlich, ein bisschen danach, wie so Renaissance-Setting oder sowas, mit so einem coolen Schildkrötenpanzer hier, der mit lauter Kanonen da auf die wilden Steinzeitmenschen einprügelt. Und so in etwa stelle ich mir das auch vor. Und ja, im Sandbox ist natürlich jetzt, hier kann man sich jetzt verschiedene, hier könnten wir uns jetzt sozusagen verschiedene Settings aussuchen. Aber ich möchte mit euch Simulation, Brücke mit Geländer und so. Also da kann man schon verschiedene Sachen machen. Ich bin natürlich total offen dafür, ja. Also wenn ihr dieses Spiel kennt oder wenn ihr das auch natürlich nicht kennt und ihr sagt, hey, spiel doch mal das oder versuch doch mal das oder spiel mal mit Löchern oder in einem Hafen oder auf einer Brücke oder was auch immer, dann können wir das ja machen. Ich habe sogar überlegt, das ist wahrscheinlich sogar mal eine Geschichte für Twitch. Aber wir wollen heute mal die Kampagne spielen. Also ich mit euch zusammen, um dieses Spiel mal ein bisschen kennenzulernen. Okay, Landfall geladen ist dann nochmal sozusagen, wenn ihr Steam Workshop. Hier gibt es wohl auch eine sehr große Modder-Community. Wir wollen aber einfach mal hier mit den verschiedenen Themen anfangen. Minotaurus, Langschiffe, Wildschweine und Bären. Okay, ich bin gespannt. Also lasst uns mal gemeinsam einsteigen und wir werden mal sehen. Ich denke mal, ich mache hier wieder so einen Zweiteiler draus. Jeweils eine Stunde, zwei Teile. Jeweils eine halbe Stunde, zwei Teile. Und um das Spiel mal so ein bisschen kennenzulernen, ersten Eindruck zu gewinnen. Und wenn ihr sagt, das ist geil, davon wollen wir mehr sehen, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Oder mit dem Gefällt mir-Button markieren. Und dann werden wir das in Zukunft auch nochmal wieder mit ins Programm aufnehmen. Also, wir starten direkt los mit den Knüppeln und gucken uns mal an. So, besiege das blaue Team. Ich habe in Summe 600. Okay, also Moment, das hier. Also unsere Aufgabe ist es, blau zu besiegen. Okay, wir haben hier 5 so eine Knüppeltypen. Und okay. Ja, wir haben noch einen Speerwerfer dazu. Und dann noch ein Beschützer. Und das war's auch schon. Okay, naja, mal gucken. Okay, mit WASD kann ich mich bewegen. Cool. Kann ich hier sowas machen? Oh, ich kann die Kamera anhalten. Wie witzig. Ja, jetzt rennen die da aufeinander los. Die Knüppler hier mit ihren bärtigen Gesichtern. Und er botzt den jetzt voll mit dem Schild weg. Und jetzt geht's los. Er haut ihm erstmal voll in den Rücken. Das, ja, komm Leute, das sieht doch mega witzig aus, oder? Ganz ehrlich. Was? Oh, die Knüppler sind gut drauf. Da knüppeln die sich, das geht jetzt noch weg. Na, ihr müsst euch auch schon treffen, Leute. Oh nein! Er hat unserem eigenen Mann in den Rücken geschossen. Ah ne, wir mussten blau besiegen. Ah, okay. Stimmt, ich dachte jetzt gerade, wir waren blau. Okay, blau haben wir besiegt. Sehr gut. So, jetzt haben wir 800. Die Beschützer waren irgendwie nicht so geil, oder? Die Speerwerfer haben schon ein bisschen mehr gerockt. Okay, jetzt haben wir hier oben ja. Hier haben wir zwei Beschützer. Dann drei Knüppler jeweils. Oh, jetzt haben wir keinen Platz mehr für einen Speerwerfer. Ne, warte mal. Ah, so kann ich die wieder machen. Okay, cool. Mit Rechtsklick. Dann nehmen wir mal nur zwei Knüppler. Und dann kommt hier unten noch ein dritter Beschützer hin. Mal gucken. Oh, das sind alle Speerwerfer. Ah, das habe ich gar nicht gesehen.
Okay, aber die Beschützer, die halten das hier gut aus. Okay, oder auch nicht. Wie ihn da gerade voll mit seinem Schild niedergestreckt hat. Okay. Wir waren rot, ne? Sieht nicht so gut aus für uns. Zwei Knüppler haben wir da noch stehen. Was machen die da? Und... dann hau mal zu. Uts. Okay, wow. Jetzt hat er ihn getroffen. Batz. Das ist sehr witzig. Okay, unser Beschützer, der steht noch. Mit seiner Steinrüstung. Pum. Jetzt steckt er da mit seinem Kopf im Schild fest. Ob das so geplant war? Oh, nein. Okay, verdammt. Los, auf sie mit Gebrüll, ihr Knüppler. Oh, sie haben neue Speere. Okay, einer weniger. Oh, das war gut. Die Knüppler hauen echt drauf. Okay, cool. Die haben wir auch geschafft. So, gucken wir mal. Okay, warte mal, was ist das jetzt? Gucken wir uns die mal vorher an, damit wir da nicht wieder... was ist das denn für eine? Knochenmagier? Steinewerfer? Und irgendwie 8 Knüppler. Okay. Und wir haben 1400 Plätze. Wir können ja rauszoomen. Achso, okay, das geht ja schon. Wollen wir es mal einfach nur mit Knüpplern versuchen? Komm, wir spammen einfach nur Knüppler. So, komm. Auf sie mit Gebrüll. Zack! Hat er ihn weggehauen. Also klingt sehr wirklich sehr witzig. Okay, nee, das hat nicht so gut funktioniert. Also einfach nur mit Knüpplern drauf zu spammen, das war nicht so schlau. Das heißt, Steinwerfer und so haben wir ja noch gar nicht, ne? Wir müssen also hier mit den... wir könnten es auch mal mit Sperrwerfern versuchen. Und einen Beschützer vorne dran. Mal gucken. Ja, dann ist die Knochenmagier schon mal gleich platt. Sind die dann gleich tot eigentlich, wenn die getroffen werden? Oder stehen die... upsala. Oder stehen die nochmal auf? Okay, nee, die sind gleich tot. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Okay, der Knochenmagier ist krass. Der wirbelt die da gerade alles in die Luft. Und jetzt kommen natürlich die Knüppler, das jetzt ziemlich doof ist. Aber jetzt haben die auch neue Speere. Ja, komm, mach sie platt. Okay, das war doof. Okay, nein. Also nur mit Schwerwerfern haben wir auch wenig Chancen. Okay, wir müssen ein bisschen strategischer vorgehen. Also die Sperrwerfer an sich waren ja schon mal ziemlich cool, weil die haben auf jeden Fall die Magier schon mal abgewehrt. Kann ich denen denn eigentlich sagen, wo ich die einzeln hinhaben will? Nee, wahrscheinlich nicht. Weil ich kann ja gar nicht klicken, wenn ich jetzt hier so unterwegs bin. Oh, beide Magier sind tot. Sehr gut, sehr gut. So, die Beschützer müssen jetzt nur die Blauen hier lang genug... achso, das ist ein Speerwerfer. Ne, das ist ein Steinwerfer. Ja, Platz. Okay, direkt mal wieder einen platt gemacht. Ja. Das hat auch fies getroffen. Sehr gut. So. Sieht eigentlich ganz gut aus gerade, ne? Der macht ihn jetzt hier hoffentlich gleich platt. Der Stein. Haut der die einfach hier weg. Jetzt drauf auf den da. Los. Okay, der ist hinüber, oder? Ja, sehr gut. So, jetzt muss der Steinwerfer noch platt gemacht werden und der... also wir haben jetzt im Endeffekt nur noch die zwei Steinwerfer und... ist der jetzt platt? Nee, ne? Nee.
Hör doch mal auf, welche Gegner dich abzumurksen. So, jetzt drauf auf den. Okay, der ist schon mal kaputt. Bevor der jetzt hier wirft. So. Und jetzt gib ihm gleich voll eins auf die Nuss. Patz! In die Fresse hinein. Sehr gut. Wie schmeckt dir die Keule? Koste mein Holz! So. Ja. Okay, sehr gut. Witzig. Okay. What? Okay, warte mal. Was ist das jetzt hier alles? Wie kann ich denn die Kamera drehen? Kann ich gar nicht irgendwie? Nee, Q und E ist auf und ab. Eins, zwei. Das sind jetzt hier alles Beschützer und Keulen. Da sollten wir versuchen... Oh, jetzt haben wir hier Steinwerfer. Da sollten wir versuchen, mit ein paar Steinwerfern ordentlich aufzuräumen. Dann setzen wir so ein paar Speerwerfer dazwischen. Natürlich brauchen wir auch ein paar Beschützer. Und dazwischen kommen, was wir noch so setzen können, einen Knüppler. So, Vollgas. Gucken, ob das funktioniert hier mit den Steinwerfern. Ja, einmal richtig durch. Okay, Moment, das wird gerade sehr unübersichtlich. Von den Knüpplern bleibt da nicht mehr viel übrig gerade, wa? Hau sie weg! Die Zerstörwerfer sind noch da, sehr gut. Wieder einer weg. Ja, der räumt da mit seinem Schild auf. Oh, der hat da, glaube ich, gerade voll auf die Mütze gekriegt. Die blöden Beschützer, da werden die mit ihren Schildern da. Ja, genau. Hier schön rein, immer mit den Pfeilen. Zack. Voll in den Rücken. Wie feige. Aber ist egal, Hauptsache gewinnen. Das sind noch ganz schön viele übrig. Oh, jetzt kommen die Steine. Treff wenigstens. Jo, die haben auf jeden Fall getroffen. Sehr gut. Jetzt haben wir, was haben wir denn jetzt eigentlich nur übrig? Also von uns keine mehr, ne? So sind alle down. Oh, da steht da wieder einer auf. Da stehen dann noch mehrere wieder auf. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, dass die wieder aufstehen. Oh, oh. Leute. Also, ich würde jetzt ja hier den geordneten Rückzug antreten. Ja, ihr kriegt jetzt schon mal neue Speere. Sehr gut. Greift danach. Da ist er. Aber dann schieß jetzt auch. Los. Schieß. Oh no. Das war unser Steinwerfer Nummer 1. Das war unser Steinwerfer Nummer 2. Nein, das verfehlt. Warum? Bestimmt sah das früher so aus. Sind die mit Keulen aufeinander losgerannt. Angesprungen. Zack. In den Rücken. Genauso muss es sein. Patz. Auf die Nuss. Nochmal auf die Nuss. Okay, ich glaube, das war's. Jetzt können wir abkürzen. Das haben wir wohl nicht gewonnen. Das heißt, da brauchen wir eine andere Strategie. Was nehmen wir denn da? Wir können ja mal die Knochenmagier ausprobieren. Ah, die sind so teuer. Zwei Knochenmagier und dann ist ja schon wieder... Stellen wir dir mal noch zwei Beschützer zur Seite. Dann viele Speerwerfer. So. Ich weiß ja gar nicht, die werden gleich abgehalten, ne? Von den blöden Schilden. Ja, deswegen passiert da nämlich auch nichts. So, mal gucken, was die Knochenmagier jetzt machen können. Oh, sehr gut. Genau, einmal aufräumen bitte. Ich weiß ja gar nicht, die sind jetzt auch platt, ne? Oder? Ja, okay, die hat's erledigt. Ach,
hier auch wegen den. Oh, guck mal, hier kommt so eine Zacken raus. So, und jetzt haben wir da nur noch einen so einen Knüppler, den kriegen wir aber platt. Das Ding ist halt, das konzentriert sich alles hier auf die Stelle. Aber unsere Speerwerfer sind doch schon bereit. So, hast du den jetzt auch noch platt gemacht? Nee. Da sind jetzt noch zwei so eine Beschützer sind da jetzt noch übrig. Boah, und hier der ganze Mob auf den Knochenmagier. Haltet Stand, Jungs! Haltet Stand! Oh no. Genau. Kickse weg. Ah, jetzt kommt die Speere wieder. Und die können sie jetzt so richtig reinrocken. Reinholzen. Na nö. Der Speer ist gerade ein bisschen komisch geflogen. Genau, und jetzt voll drauf. Könnt nur noch treffen. Sehr gut. Genauso muss es sein. Na, Knochenmagier? Du hast es auch gerade nicht leicht, ne? Ist ein bisschen. Bisschen overwhelming da. So, wie sieht's denn auf der Seite hier aus? Gut sieht's aus. Genau, wende dich mal jetzt dem Feind zu. Okay. Oh! Jetzt hat er aber Gras gegeben hier gerade. So, okay, die Knochenmagier, die sind die Rocken. Wer von denen steht nochmal auf? Der eine da. Okay. Mal ganz platt hier, los. Baseballer. Gewonnen! Errungenschaft freigeschaltet, Baseballer. Sehr cool. So. Okay. Was ist das jetzt? Wie jetzt? Mit Knüpplern, Beschützern und Speerwerfern? Das sieht jetzt aber schon ein bisschen nach neuerer Zeit aus. Hallo. Super, ja, hallo. Wer seid ihr? Ups. Das ist ein bisschen. Mann! Wer sind denn die? Ich bin ja noch bei Primitiv hier. Ach, die haben Mistgabeln. Und die können einfach nur hauen, oder was? Hier gibt's nur eine Brücke. Das heißt, wir können versuchen. Ich weiß ja nicht, ob die werfen. Oh, jetzt haben wir einen Häuptling. Und einen Mammut. Können wir Mammut nehmen? Nee, leider nicht. Okay, dafür reicht's noch nicht. Okay, also wir setzen hier mal die Beschützer hin in der Hoffnung. Die müssen ja über die Brücke kommen. Dass sie die so ein bisschen aufhalten. Und dann versuchen wir die von hinten mit ein paar... Nee. Mit ein paar Speerwerfern dann anzugreifen. Und wir holen uns auf jeden Fall noch einen Knochenmagier. Und dann haben wir sogar noch Platz für einen Häuptling. Setzen wir den hier nach hinten mit rein. So. Na dann Vollgas. Jo, das war's. Okay, also die sind aber auch Nahkampf. Da ist der Häuptling. Der räumt da gerade gut auf hier. Macht er die platt oder nicht? Oder wie oder was? Doch, ich glaube schon. Ja, wenn er die trifft. Hat so eine krasse Steinäxte. Ne, nicht den. Hat er sogar zwei Steinäxte. Oh no, der Häuptling ist tot. Lang lebe der Häuptling. Okay, hier sind alle platt, glaube ich, ne? Ja. Knochenmagier, Speerwerfer. Jetzt ist eure Zeit. Hey, die sind echt fies, diese Mistgabelträger. Oh, eine Mühle, wie süß. Ist eigentlich voll schön gemacht, so von der Optik her. Okay. Los. Oha. Ein Schlag mit der Mistgabel und zack. Waren wir direkt erstmal schon kaputt. Können die sich eigentlich auch selber verletzen? Nee, ne? Der Rektor hat da gerade noch ein bisschen gelegt. Oha. Okay, das war auch relativ schnell. Ja, nee. Das hat nicht funktioniert, die Taktik. Fangen wir von neu an. Wir nehmen mal einen Steinwerfer. Dann nehmen wir zwei Knochenmagier. Und dann
nehmen wir den Rest mit. Wie viel haben wir denn noch? 120. Ja, dann kommt ein Beschützer vorne dran. So. Na, tschüss. Also diese Beschützer überrennen die aber echt schnell, ne? Ist jetzt schon tot, ja, ne? Ja, hat schon seinen Stab losgelassen. Okay, der ist jetzt auch tot. Oh, hat diese Knochenmagie halt überhaupt nichts aus. No way! Die sind wahnsinnig schnell, diese Mistgabelträger. Die sind sehr schnell. Okay, das hat auch nicht funktioniert. Hm, wir versuchen es mal nur mit Knüpplern. Gib den einfach mal voll auf die Nuss. Ey, was ist mit denen? Die springen ja voll. Haut sie alle nieder. So, und jetzt zu den Mistgabelträgern. Das ist echt unübersichtlich. Okay, versuch mal zu kommentieren, was hier gerade passiert. Die hauen mit ihren Knüppeln einfach auf uns rein. Ja, also wir machen das ja mit den Knüppeln. Aber eigentlich sieht es gerade ganz gut aus, wa? Der steht da so ein bisschen abseits vom ganzen Kampfgeschehen. Oh, der hat da gerade voll mit seiner Mistforke reingezimmert. Ja, genau, die zwei da, die müsst ihr platt machen. Aber die sind auch nicht so einfach platt zu kriegen, ne? Die stehen ja auch immer noch hier. Warum sind die noch so lebendig? Ah, ich glaube, wir haben sie jetzt fast alle geschafft. Es gibt nur noch drei von den Hansen hier, die noch stehen. Und da ist auch noch einer wach. Ja, und da auch noch. Die sind ja da alle noch so mobil. So, der ist jetzt endlich mal platt. Okay, sehr gut. Okay, jetzt macht mal die hier oben platt. Los. Druff. Springen und... Zack. Okay. So war das eigentlich nicht geplant. Ihr sollt euch nicht gegenseitig platt machen. Das wird auch nichts, glaube ich. Ah. Nee, verdammt! Hm. Okay. Das ist nicht ganz so leicht. Ist nicht ganz so leicht. Probieren wir einfach mal drei Häuptlinge aus. Oh ja, jetzt fallen die Räume aber auf hier. Mit ihren Äxten. Jawoll! Drei Häuptlinge haben gerockt. What? Was sind das denn? Laufende Strohbälle oder was? Was haben die da in der Hand? Das Alchemisten? Okay, Leute, ich weiß, ihr wollt es sehen. Wir nehmen das dicke Mammut. Hallo Mammut! Ab geht's! Bam! Was eine Maschine! Tupf, tupf, tupf. Ist mir alles egal, was ihr macht. Ich rammel hier einfach durch. So, komm, machst du platt. Jawoll. Ja, Mammut rockt. Witzig. So. Okay, jetzt haben wir hier wieder so ein paar Heugabelträger. Mammut und ein Knochenmagier. Ja. Das weiß ich auch schon, ne? Ich mir geht ja gar nicht. Ja, so Knüppler können wir dir noch mit hinstellen. Ich glaub an dich, Mammut. Zeig ihm, was eine Hake ist.
Und jetzt geht's los. Jep. Einmal vernünftig aufgeräumt. So geht's. Hallo. Okay, mal gucken, wer da noch überlebt hat. Ja, ein paar haben doch tatsächlich noch überlebt. Aber das Mammut schiebt sie hier auch gerade alle vernünftig durch die Gegend. Ja, was sagst du dazu? Blöder Heugabelträger. So, da kommt noch der Knüppler jetzt mit hinten dran. Stampft die hier alle nieder. Okay, ein paar haben hier überlebt noch. Irgendwie guckt es ein bisschen traurig, oder? Ja, das eine Mammut alleine reicht eigentlich schon, ne? Um das alle platt zu machen. Ist das ein bisschen overpowered? Ich weiß nicht. 3200. Warum haben wir so viele Punkte? Das lässt mich denken, dass das hier relativ stark... Oh, Sensen. Sensen. Ich glaube, gegen die haben wir nicht allzu viel entgegenzusetzen, oder? Wollen wir es mal mit ein paar Häuptlingen probieren einfach? Guck mal so. Da haben wir noch Knochenmagier mit hinten dran. Das müsste doch dem Ganzen... Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Ach, wie frech. Sind die jetzt vergiftet? Die kam ja aus dem Stroh raus. Futz. So, Magie gegen Magie. Hallo. Alter. Verdammt. Ich dachte, wir schaffen es noch. Okay. Ah, jetzt sieht man das auch. Da muss man darauf achten, wenn die jetzt spawnen, dass sie da drin hocken. Ah. Okay, nee, das funktioniert so nicht. Die sind natürlich echt doof da hinten. Probieren es einfach mit ganz vielen Knüpplern. So. Los geht's. Die haben eine mega Reichweite da mit ihrem blöden Giftzeugs da. Die sind alle voll verwirrt. Und die ganzen Typen haben es echt in sich, oder? Ja, die hocken da, die holzen da gut rein. Aber die verwirren auch ihre eigenen Leute. Oh no! Uff. Alter, das hat echt einen großen Area of Effect. Ja, nee, also nur mit Knüpplern ist offensichtlich auch nicht der richtige Weg. Okay, der da hinten ist verwirrt. Der wusste nicht mehr wohin. Nee, machen wir anders. Ich weiß nicht, ob ein Mammut hier so viel bringt. Müssen wir gucken. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das Mammut wahrscheinlich hier auch einfach dann von den Gifttypen weggerockt wird. Puff. Oder es hat keine Wirkung. Daneben, daneben. Okay, der trifft. Ja. Der ist daneben. Flatsch. Und da kommt der Magier und rockt sie alle weg. Wiedersehen. Guten Flug wünsche ich. Erzähl mir, wie die Luft da oben ist. Hallo. Und am Boden der Tatsachen aufgekommen. Sehr gut. So, das Mammut rockt hier wieder seinen Job.
Das Mammut ist doch irgendwie offensichtlich relativ wichtig. Die Sensenmänner fokussieren sich da komplett drauf und kriegen es aber auch nicht so richtig weg. Und die, noch ein bisschen verwirrt ist es. Oh, jetzt hat sie hier gerade unseren eigenen Knüppler platt gemacht. Aber ich weiß gar nicht, macht das Damage dann? Yep, offensichtlich. So. Tot. Ein Knochenmagier haben wir noch. Blub. Also Mammut ist Trumpf, wa? Ohne Mammut, ohne mich. Okay. Apropos, jetzt haben wir hier kein Mammut mehr. Und wir haben Schwertkämpfer. Halbling. Bauern, Heuballenkrieger, Trankverkäufer, Ernter, Schubkarre, Vogelscheuche. Aha. Und die haben jetzt hier Schwerter. Und ich darf jetzt hier mit meinen Bauern, die 80 kosten, gegen Ritter kämpfen oder was? Nahkampf. Okay, kommt, Leute. Wir probieren mal, was die Heugabelträger so drauf haben. Wir haben ja gesehen, die waren schon nicht so verkehrt. Halbling, den schicken wir voran.